Hallo und willkommen zurück hier bei Paths of Exile, Mechanus Klaus und Nuggets, seinem Killerhuhn. Hier geht's jetzt direkt weiter in den Solaris Tempel. Wir müssen hier mal ordentlich aufräumen. Dieser Tempel, ja, ist alles nicht so schlecht, nicht so gut geführt. Die verplempern ihre ganzen Einnahmen aus der Kirchensteuer. So geht's nicht, deshalb müssen wir hier mal ein bisschen an die Türen klopfen. Hoppala, da hat jetzt einer bei mir geklopft. Was war das denn? Hat aber einer Schaden gemacht hier. Was war das denn? So war das nicht geplant, Freunde. Hier wieder ein Meißel. Okay, man merkt, man nähert sich den höheren Akten hier, dass man solche Gegenstände jetzt hier kriegt. So, Schöller, wo ist der eigentlich? Ach ja, so. Die Typen. Ja, kommt hier, macht mit eurem Feuerspielchen, tralala. Oh, oh, oh. Nicht gut hier. Und gegrillt. Oh, eine schöne Truhe und ist nichts drin. Das ist doch enttäuschend. Das ist Enttäuschung des Spielers. Das sollten die wirklich lassen. So. Was sagst du? Hohohoho. Ja, mit dem Schießen auf, du Pappnase. Fliegendes Handtuch da. So. Das haben wir auch hingelegt. Dieser Lappen. Nicht mit mir, du Lappen. Oh, 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 oh. Ja. Okay. Klopf, klopf. Oh. Yes, ist mal, ja. Okay. Kommen denn die eigentlich mal her? Von der Seite? Ah, die kommen hier rum. Dann gehen wir doch meistens mal in eine andere Richtung. So, den haben wir auch flach gelegt hier. Also, nicht wie ihr meint, aber der fliegt jetzt nicht mehr. Ja, das soll mal gut leben. Okay. So, was haben wir denn hier? Oh, ein Bösewicht, den haben wir übersehen. Den kriegen wir aber auch klein. Komm. Oh, nehmen wir mit. Vierling. Können wir was machen? So. Dann nehmen wir direkt mal gleich unseren Stufenaufstieg mit. Wo wollten wir hin? Das ist schon wieder vergessen. Wo sind das hier? Ah, hier. Schattenhaft. So, kriegen wir mehr Ausweichwert und erhöhte Wirkung von Schattenhaft. So. Dann geht's da weiter. So, hier haben wir wieder eine Tür. So. Hier ist doch gar keiner. Hallo? Hallo? Ich komme hier zum Kämpfen. Ja, hier ist kein Schwein. Was ist das denn für ein Scheiß? Leute, ich will XP. Und da ist hier niemand. Witz. Ich fühle mich benachteiligt hier, wenn hier keiner ist. Die ignorieren mich einfach. Was ist denn Nugget eigentlich? Hallo? Ach da. Soll sich nicht mal Urlaub von der Truppe entfernen. Doch egal mit deinen komischen Chicken Coins da. Das bringt eh nichts, sag's dir. Das ist nur wieder so eine Coinblase. So. Ebene 1, Ebene 2. Das sind noch nette Statuen hier. Ich habe mal ein paar so auf dem Balkon stellen. Hallo, ich will hier in die Truhe gucken. Da wird man direkt wieder belästigt. Ah ja, ich bin da so ein Ding. Okay, der ist weg, der flatterhafte Typ. Das war ein tolles Wortspiel, finde ich. Aber gut. Der. Geh mir nicht, steht mir nicht im Weg rum, Leute. Das ist. So kann ich nicht arbeiten. Oh.
Wo ist mein Hero eigentlich schon wieder? Oh, ein Spiegel! Jawohl! Da gehen wir nochmal gerne durch. Bin mal gespannt, was da passiert. Ja, der Wahnsinn. Er nimmt uns wieder gefangen. Boah. Okay, hier nur wieder Monster erweckt. Das ist gut. Wir müssen Monster erwecken. Je mehr wir killen, desto besser. Nur nicht, dass die uns killen, das wäre natürlich peinlich. Hier in dieser Ebene des Wahnsinns im Spiegelreich. Ohohoho. Jetzt haben wir noch ein bisschen Mana-Probleme. Interessant. Durchaus mal. Was ist? Okay. Puh, was haben wir gekriegt? Ja. Oh. Sehr interessante Rüstung. Dämonenhaut. Kolosseumspanzer. Naja, leider nur drei rote. Ist also nichts für uns. Hier haben wir noch einen. Kann ich jetzt hier irgendwie noch sortieren? Das wäre... bisschen Platz haben. Jetzt wird Gedöns hier. Ja, Tetris spielen hier. Das ist. Sie können hier noch so viele tolle Features einbauen im Spiel. Ich möchte hier eine Sortierfunktion. Da geht mir auf den Keks. Das halbe Spiel ist nur mit Sortieren beschäftigt. Schade, das ist ein roter. Gut, die können wir umfärben, aber es ist noch ein Dreier. Dann müsste ich noch machen, dass der mehr. Ja. Schöner Loot, aber kann man nur verkaufen. Liegt hier noch irgendwas? Der zeigt mir hier was an. Ah, da liegt noch eine Sphäre. Die haben wir unterwegs geerntet, sozusagen. Sonst noch irgendwas? Hier haben wir noch eine Rolle. Ne, Panzer haben wir jetzt echt genug. So, gehen wir mal hier lang. Geht's hier weiter? Soll das ja eigentlich sein? Taufbecken oder was? Flutsch, 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 flutsch. Machen wir hier Fußspuren und Nugget auch? Nee, guck mal an. Hier läuft auf dem Wasser das Huhn. Na gut. Ich sehe nichts mehr sonst. Ich gerade davon sprach. Ach nee. Sonst hätte ich es geahnt. Naja. Ey, was schmeißt du dich denn hier mit Lava? Oder was das ist? Unverschämt sein. Local, need your aid. Das interessiert mich alles nicht. Ich brauche keine Schmuckgegenstände. Oh, hier ist eine Essenz. Auch nichts. Ich möchte, wenn dann Expeditionslogbücher, ist eigentlich das einzig Interessante bei diesem ganzen Stuss hier. Klagen Essenz der Gier. Okay.
Wow. Das ist aber fies hier, da kommt direkt auf mich zu. Der widerliche Ruck. Ja, wer kennt ihn nicht? So. Fleischstiefel. Ja, aus Hack oder was? Die Klage des Sens. 75er, das ist eine gute. Das ist ja mal eine richtig gute. Maximales Leben. Das ist mal was Interessantes. Das ist ja mal nicht schlecht. Was habe ich hier die ganze Zeit? Ah. So, da hast du wieder besseren Loot gefunden, als in dieser, was du mit dieser dämlichen Expedition kriegen würdest. Hier geht's weiter. Portal. Okay, da kriegen wir dann ordentlich auf die Mütze, wenn wir da jetzt durchgehen. So, das. So. So, hier haben wir alles gekillt, wie es aussieht. Okay. Gut. Just need a moment to catch my breath. Anita, Moment. Jawohl. Haben aber nicht, mein Freund. So, Pestbringer ist gut aufgeladen. Okay, dann machen wir mal das nächste. Jawohl, jetzt geht's rund hier. Hier haben wir unseren Endgegner. Hier sieht man auch schon, hier gibt's Anfertigungsoptionen. Und wenn man das schon sieht, dann weiß man hier noch der Endgegner nicht weit. Das ist schon mal ein sicheres Anzeichen. Jetzt müssen wir hier Dawn, also die den Sonnenaufgang killen. Gucken wir mal, ob wir mit unserem Gift hier was machen können. Ah. Da kommt natürlich wieder mit so Feuerangriffen. Na klar. Nur, da standen wir jetzt noch mittendrin. Ja, das ist schön. So, der ist jetzt aber ordentlich vergiftet. Bald. Wenn man sich allzu dumm anstellen, ist er eigentlich bald hin. Das kann mit dem dumm anstellen natürlich passieren. Ja, geschafft. ich bin also auch geschafft, ja. Lecko mir. Haben wir noch ein Juwel gekriegt. Nice. Komm, dann schmeißen wir einen von diesen Panzern weg. Die können wir eh nicht gebrauchen. Oder so. Hier diese dämischen Stiefel. Fleischstiefel. Was soll ich mit sowas? So, hier kriegen wir nochmal ein Juwel, auch noch ein Reliktjuwel. Das können wir damit anfangen. Erhöhter Projektilschaden, das ist ja nicht schlecht. Kriegen wir Frostkugel, wenn wir die benutzen würden. Ah, das ist nichts für uns. Bringt nichts. Hier haben wir die Sphäre. So, die können wir zur Hafenbrücke bringen. Und dann haben wir das auch erledigt. So. Huge. Das war's dann hier so im Großen und Ganzen. Die Anfertigungsoptionen, die nehmen wir uns auf jeden Fall noch mit. Also mal sehen, was es hier gibt. So, wupp, da ist er. Liest sich das durch. Okay, gespeichert. Hoppa, weg ist sie. Wie so ein Siegfried und Roy oder sowas. Gut, haben wir wieder was Neues zum Basteln in unserem Bastelkeller. Müssen uns jetzt hier eigentlich noch weiter rumschlagen mit irgendwas? Eigentlich nicht. So, raus. Ja. Sollen wir dann machen? Dann können wir noch ein bisschen XP uns hier zusammen schlürfen. Itching for me to lose another limb, are ya? Wo ist er wieder? Hat sich wieder dünn gemacht hier. Just need a moment to catch my breath. So, die nehmen wir mal mit, die Szene.
more pockets. For the cowgirl! Genau, für die Cowgirls oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, der da immer ruft, der Typ. Ach, da haben wir gar keinen Platz für den Scheiß, ne? Also, ja. Chaos-Sphäre. Da haben wir keinen Platz mehr für. Das ist nicht schön. Die nehmen wir auch mit. Ich will doch noch irgendeine Sphäre, oder? Die Meißel. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Na komm. Was ist das Ding hier? Da, das kannst du haben. Weil wieder Zeug mitgenommen hier, das ist der Wahnsinn. What you need? Wandler Schrotthändler ist das hier. Was hat der nochmal für Zeug? Ach, den Kram. Ja, ganz bald. Nehmen wir nochmal die Rollen mit. So. Und dann würde ich mal sagen, adieu mon ami, wie das die Italiener so schön sagen. So. Dann haben wir das hier auch. How you doing? So. Gott. Das kannst du haben. Ist das schon identifiziert? Nee. So. Stay out of the shadows. Jawohl. Wachs es. Das kommt ins Gartenfach. Das auch. So, das brauchen wir hier für unterwegs. Nicht damit. Das kann man verkaufen. Hier mal wieder Schuppenpanzer. Was bringt das Ding? Der ist mehr auf Stärke und Geschicklichkeit. Und der. Das Ding ist eher geschickliche Intelligenz. Das was bringt, wenn man da was draus macht. Dann komm, ich nehme mal so eine. Angriffe. Ja, das ist nur. Das ist noch gar nichts. Hallo. Hallo. Das können wir verkaufen. Und tschüss. Bring me back something nicer. Yo. Du sagst es. Welcome. Können wir mal eine neue holen? Wir haben ja. Ein Horror aus der Vergangenheit kehrt wieder und will Schmerz an einem Ort bringen, den es niemals sein Zuhause genannt hat. What? Das klingt so, als hätte ich mir einen Chili con Carne reingezogen und so. Das ist dann auch so ähnlich. Na gut, ist auch wurscht. Wir können noch einen nehmen. Die größte Gefahr tief in einem Traum sitzt den Schlüssel zu einer weiteren Welt. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ihr werdet eine bestimmte Karte betreten und wenn ihr den sehr mächtigen Gegner, der diesen sein Zuhause nennt, erschlagt, lässt ihr eine seltene Karte fallen. Achso, das ist was für so Kartenapparat wahrscheinlich. Ah ja, das war mit dem Schleifstein. Mächtigen Schamanen. Ja. Ah, ja, ja, ja. Da können wir nichts machen.
Gut. Okay. Hallo. 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 Wenn ich hier irgendwas anderes noch nehmen, was das bringt. Eigentlich finde ich das mal am besten, die Blutung zu vermeiden. Na komm. So als. Auf Wiedersehen. Faire Welle. Ja, von Brücke. Welcher Weg ist kürzer? Sind die Kupfer gesprungen? Muss auf jeden Fall uns nicht da durchkämpfen. Das kommt mir doch bekannt vor hier. War noch schon mal. Ja. Jetzt geht das schon wieder los hier. So, dann müssen wir den Weg finden. So, dann fragen wir, die kommen. So, komm her, du Blauling. Wir waren schon tot. Hier noch andere Blaulinge, jawohl. Wir haben wahrscheinlich auch blaue Limo getrunken. So, aus Schottland. Gibt's sie ja. Bubblegum, Geschmack. Nix drin. Nix drin. Nee. Auch keine Pizza, Nugget. Auch keine Pizza. Sehr enttäuschend, ich weiß. Ach ja. Das magst du diese Pizza mit Mais, warum auch immer. So, ach so, hier ist nur auf die Karte auch gucken. Ja, atemloser Klaus, ich weiß. Die sind alle nicht auf mich, nicht auf mich. Ich war's nicht. Das Huhn war's. So. Das bin Ruhe. Haut der mich denn so hart? Jetzt hör doch auf. So. Ja, dann können wir zumindest eine Sphäre. Da haben wir ja letztens so viele verplempert. Ja, das nimmt viel Platz weg. Ist hier wieder so ein einfacher Tresor. Was soll denn diese Scheiße? Nur einfache Tresore. Haben damit genommen. Achso, ja. Ja, ich weiß. Das ist so blödsinnig. Na komm, wir können ein bisschen XP gebrauchen. So ist es ja nicht. Vielleicht mal, ja, Plattnerstück immerhin. Und eine Rolle. So. Haben wir genug Portalrollen? Dann können wir noch eine nehmen. Dann haben wir wieder 40. Mehr als 40 geht eh nicht. So. Der müssten hoch, denke ich. Oh, der hat mir mal böse Aura gemacht, hat. Und das war's. Was hat der hier gelernt? Warum hat der denn gelernten Robo? Sieht gar nicht gelernt aus. Das ist Betrug, sowas. So. Ein Stein. Das ist wohl drunter. Hier so dunkel. In das Licht ausgemacht, Leute. Ah, hier ist der Tempel, ne? Ah, da muss ich jetzt nicht hin. Das ist der Lunaris-Tempel, ja. Wir müssen zur Hafenbrücke.
Nee, was geht denn da für komische? So, dann haben wir hier alles soweit. Nehmen wir es denn mit? Das ist so knapp. Okay, ist nichts mehr. Need a moment to catch my breath. Wie denn hier? Hau ab! Oh, wieder eine Silbermünze! So, damit wohl machen können. Das war eigentlich in so ein Lunaris-Tempel, um auf die Hafenbrücke zu kommen. Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, muss ich sagen. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich bin jetzt gerade nicht so im Kopf. Das ist schon mal länger her, dass ich hier war. Mal gucken wir mal, ob wir woanders noch einen Ausgang finden. Ups. Nee, das ist eine Sackgasse. Na. Eine einsame Truhe. Na gut, nehmen wir das mit. Aber wir müssen weit runter. Also doch. Oh, welche Überraschung, wie steht denn hier? Hm? Wie haben wir diesmal? Okay. Aber na, oh. Danke. Ah, hier steht was von Expeditionslogbüchern. Hm. Ah. 50% erhöhte Menge fallen gelassen. Aber wenn die Grundwahrscheinlichkeit 0,01% ist, bringt das auch nicht so viel. Ich glaube, das ist hier einfach so. Die Wahrscheinlichkeit ist so niedrig, dass dann die 50% mehr eigentlich auch nichts bringen. Kartenstapel, das klingt zumindest nice. Jetzt können wir gebrauchen. Was ist er denn hier? So. Okay.
Skelettbogen schützen. Riesengarstig hier. Riecht des Kelchs. Okay. Stay safe. So, was ist? So, so viel mal zu erhöhte Chance für irgendwelche Logbücher. Da ist überhaupt nichts drin. Außer so Artefaktgedöns. Nö, das war's. Ein super Loot. Kompletter Bullshit wieder. Bevor dieser Mist vorbei ist. Ne, also hier ist nichts. Erhöhte Chance von 0 ist. Trotzdem 0. Das ist echt lächerlich. So. Jetzt geht's. Die Hafenbrücke. Halleluja. So. Wo ist der Typ? Just need a moment to catch my breath. Zu sammeln hier, sonst bringt das alles nichts. Du, gehen wir mal hier unten lang. Wie ist das los? So. Murders are equal. Jeps. Manche sind schlimmer. So. Och Gott, was kommt denn da alles angelaufen? Hallo? Was ist denn euch los? Hier in die Betriebsversammlung oder was? Oh, 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 oh.
So. Darunter gibt es eine Schatztruhe von den Räubern, die will ich mir gerne mal angucken. Oh, jetzt lass mich in Ruhe, Leute. Da haben wir wieder einen schönen Auftrag bekommen. Und hier auch nochmal, Auftrag Rache des Sklavenhändlers. Sehr schön, da haben wir schon wieder Aufträge für unsere Räuberhürde. Ja, wahrscheinlich, so wie das aussieht, noch ein paar ganz gute. Oh. Goldenen Löwen von Venedig, oder was ist das hier? Nee, ist halt ein Stress hier wieder. Können wir mal wieder den Pestbringer anmachen, gucken, was passiert. So. Die gehen dann schon von alleine drauf. So, wunderbar. Ah. Sorry, euch habe ich vergessen. Ihr kommt auch alle dran. Kein Problem. Stellt euch einfach hinten an. So, gucken wir mal, was es hier so Schönes gibt. Oh, wie schön. Eine Statue. Das ist immer nice. Ja. Gut. Das wird jetzt lustig. Wir verstärken die natürlich auch gegenseitig. Ich muss gut vergiften können. Oh. Ah, klappt die gleich drauf hier. Wenn ich den nochmal trifft mit seinem Ding. War es das? Ja. Aber ich habe ihn ganz gut runter. So, auf geht's, Nuggets und Kollege Eisschuh. So, den haben wir. Dann noch der andere übrig.
Jetzt müssen wir mal eine Weile dich treffen lassen. So, Licht. Puh, das war anstrengend. Er hat jetzt die Statue kaputt gemacht. So, wunderbar. Halleluja, ey. Das ist klein. Oh, kein Platz mehr. Okay, dann war es das hier. Was hat er? Sun and Moon return to their rightful places, leaving our path now clear. Highgate lies ahead, Beastslayer, and a debt that is long overdue. On this road, there are the goddesses of Mar'keth to be reckoned with, and they will not take kindly to our endeavor. Regardless, I must enter the corpse of my beloved beast and wrest our sliver of hope from the life you so blindly took. There is no prophecy nor portent, no epic nor allegory that can promise your survival in this great journey of ours. Ja, kann ich jetzt auch nicht so viel. Ich bin ein Sterblicher, mit sterblichem Huhn, ne? You remain most certainly, irrevocably, mortal. So, jetzt haben wir auch die Seelen von Lunaris und von Solaris. Die können wir uns ja auch aussuchen. Hier bei Solaris kriegen wir 6% Schadensminderung, wenn sich nur ein Gegner im Umkreis befindet. Das passiert natürlich nicht oft. Deshalb ist das Schwachsinn eigentlich. Und, aber das wird ja zum Glück auch immer überarbeitet, weil einige von diesen Dingern braucht man eigentlich überhaupt nicht. Und hier kriegen wir 1% Schadensminderung für jeden Gegner im Umkreis bis zu 8% maximal und 1% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit für jeden Gegner im Umkreis bis zu 8%. Das finde ich gar nicht so schlecht. Dann kann man ein bisschen schneller laufen. Mehr als zwei Gegner hast du sowieso immer in der Gegend. Ein bisschen Schadensminderung können wir schon gut gebrauchen. Also das nehmen wir mal. Sonst kann ich immer noch mir eine andere aussuchen. Arakali. Schaden über Zeit und Blitzschaden. Okay, ich versuche mal das als nächstes. Ansonsten, wir haben hier unser kleinen Bauchladen mal wieder voll hier, wie es aussieht. Ja, da kann man auch eh nichts mehr mitnehmen. Passt das Schwert hier noch rein? Ja. Ja. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Dups die Dups. Schwubbeliwups. Das Blutaquädukt. Das ist doch ein schöner Name, oder? Da freut man sich doch, wenn man an so einem Ort ist. Das Blutaquädukt heißt. Oh. So, jetzt müssen wir Sin in Hohenpforte treffen. Und was heißt das für uns? Wir sind jetzt in Akt 9. Willkommen im Akt 9. Wir sind es durch, jetzt müssen wir jetzt hier mit den Marrakesch da anlegen, durch die Wüsten wandern und so was. Ich glaube, das ist dieser Level, hier ist dieser ausgetrocknete See, oder? Irre ich mich da? Naja, also wir sind jetzt zumindest in Akt 9. Das heißt, es geht wieder weiter. Wir haben es geschafft. Auf dem Weg zum Ende. Wegpunkt haben wir auch. Was haben wir denn in der Monsterstufe? 61, okay. Oh, oh. Da müssen wir gucken. Da müssen wir einen Weg nach Hohenpforte finden und uns hier mal wieder durchmetzeln, so wie immer. Wenn das so ist. Die sehen aber sehr blutig aus, die Kollegen hier. Da sind alle tot. Hä? Das ist ja wieder nur so. Fläschchen und XP auffüllen hier. Dann geht's nicht weiter. Just need a moment to catch my breath. Sind hier rüberlaufen? So, die haben jetzt alle schön vergiftet und sind alle tot. Sehr schön. So, das nehmen wir mit. Das auch. Das nehmen wir auch mit.
ignorieren wir jetzt einfach mal. So. Ja, der Pestbringer ist eigentlich auch nicht so schlecht, wenn man hier durch die Gegner mal so rennt. Die ist einmal vor und zurück. So. Was haben wir hier? Ein lockeres Gitter. Ein lockeres Gitterchen. Ein Bestrafender, vergessener Kanal. Ein Kanal bestraft mich. Womit kann der mich jetzt bestrafen? Na gut. Dann wollen wir das mal versuchen. Bestraf mich, bestraf mich. So, sieht das schön appetitlich aus hier unten. Sowas ist also in einem Kanal alles zu finden. Ich glaube, das sind nur Ratten. Ja, komm. Ja, hier ist eine Sackgasse. So, mal sehen, ob ich hier bestraft werde. Peitscht mich los. Kleine kommen mir bekannt vor, die sahen auch gleich aus irgendwie. Wuff, wuff. Komm her, Freunde, ich mach's euch hier gleich mal richtig. Wuff. War ich hier schon mal? Keine Ahnung. Ja. Ist das zu lesen? Oh. Mitten reingerannt, schlau ich bin. Uah. Dann hier für den Wirbler. Oh. Die haben aber gerade einen schönen Schaden verpasst hier. Okay. Puh. Gut, dass ich stehen geblieben bin dann. Dann können wir alles nicht mitnehmen. Ich habe keinen Platz ohne Karte. Gut, passt ja noch. Ja. Den Brief lesen wir uns jetzt nicht durch. Jetzt haben wir hier noch eine Opfergabe. Wahlerdbeben? Achso, ich habe Erdbeeren gelesen. Wahlpfeilregen. Mehrere fallen in die Luft. Das ist ein bisschen wie toxischer Regen, aber anders. Habe ich echt keinen Platz mehr? Kreisch. Oh, okay. Das ist blöd. Eine Portalrolle brauche ich jetzt nicht nochmal. Identifikationsrollen. So, die können wir auch mal aufbrauchen. Warum so oder so? So, dann haben wir auch nochmal Platz da. Gott, oh Gott. Nehmen wir noch hier die Opfergabe mit. So. Haben wir auch den bösen Kanal hinter uns. Oh. Hier nochmal viele Leute. Was ist denn hier noch? Eine Spinne oder was? Skorpion? Leute, ey, wollt ihr jetzt ernsthaft hier mit dem Scheiß kommen? Was hat der mit Gewürm hier? Oh, hier haben wir eine interessante Tresor mal ausnahmsweise. Eisnova, oje, da kriegen wir also direkt einen ab. Belebtote Monster im Umkreis mit Ansturm. Also die haben dann nochmal einen richtig schönen Boost. Das ist ja nice. Das heißt, wenn wir den jetzt aufmachen, können wir erstmal ordentlich einen verbraten. So, war's das?
So. Puh. Okay, Meister des Kartografen. Das liebe ich gerne. Hab noch. Okay, Plattenstücke können wir nehmen. Schleifstein geht wohl nicht mehr. Okay, gut, dann ist das so. Ja, haben wir glaube ich auch genug. So. Du kannst deine Ausgrabung hier behalten, doof. Finally, come on. Oh, finally. Ich schon höre. Das sind eigentlich viele komische Typen. Blutdurchtränkter Gefallener. Achso. Sieht ja sehr seltsam aus, der Gefallene. Hätte ich in den ausgedacht. Komm, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Gucken, was Karl Klaus so macht. Man sieht nichts. Naja, so lahmen Zombies. Naja. Dann gehen wir mal kurz so durch. So. Ah, wir müssen dem Wurm hier folgen. Oh, hier ist gerade ein bisschen zu viel. Boah. Der war ein bisschen zu stark. Okay. Wissen wir das auch. So, muss ich wieder den ganzen Weg zurück. Nein. I'm not in the gambling mood. Du Nase. So, hier hoch. Hier weiter. So, da hat man ihn eigentlich. Der war ja schon ziemlich runter. Ey, ich brauche eine Identifikationsrolle? Okay. So, weg mit dir. So, haben wir ihn auch. So, dann sind wir schon im hohen Pforte. Wunderbar. Ich bin jetzt einmal draufgegangen, war unnötig, aber gut, passiert. So, willkommen in den hohen Pforte, liebe Kinder. Hier sind wir wieder. Da haben wir ein Ding. Mit dem hübschen bunten Laternchen. Hier muss man wieder mit 1000 Leuten reden. Da geht man wieder mit Söhnchen. So. Also den Basilisken müssen wir jetzt finden.
With many of Highgate's tunnels now collapsed, we must forge another way inside. I have divined one weak point. Eine uralte Wunde, die von dieser wahrlichen größenwahnsinnigen Dorangie geschlagen wurde. Die Wunde vereilte und wurde mit einer dicken Membran verschlossen, doch der wichtige Sud sollte das Gewebe auflösen können und uns hineinlassen. Natürlich brauche ich für ein Gemisch von solchem Potenzial zwei Zutaten von äußerster Seltenheit. Natürlich, die muss ich besorgen. Das erste, das ich für unser Gebäude benötige, ist Basiliskensäure. Natürlich, ein fürstliches Gift, das aus dem ätzenden Herzen des Basilisken gewonnen wird. Warum nicht? Das zweite ist Tartanpulver, eine explosive Substanz, die zur Gewinnung von Machtgemmen benutzt wurde. Mit diesen kleinen, süßen kleinen Zutaten werde ich etwas brauen, das die Membran meines Wesens Schoßtiers vergehen lassen. So, dann wissen wir auch schon, was wir das nächste machen müssen. Und hier werden wir noch mehr Aufgaben kriegen. Da gucken wir uns aber beim nächsten Mal an, wenn es wieder heißt, Karl des Klaus und Nugget das Huhn schlagen sich den Weg frei durch Pass of Exile. Was immer das hier sein soll. So, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr Nugget sagen hören wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.